guten Morgen. Es ist 5.30 Uhr. Ich bin gerade auf dem Weg im Wald. Ich wollte mal schauen, ob ich ein paar Rehe fotografieren kann. Ich glaube, ich einfach mal wieder mitnehmen. Ich habe lange kein Video gemacht. Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Ja, tatsächlich war ich gerade keine 100 Meter gegangen. Da war ich ziemlich überrascht. Da lief direkt vor mir ein kleiner Marder über den Weg. Das hat mich so überrascht. Ich konnte gar nicht reagieren und ein Foto machen. Ich war noch nicht ganz wach, aber dafür habe ich gerade was anderes Tolles entdeckt. Schaut mal da hinten. Ich fotografiere gerade den Mond. Sieht ja nicht toll aus. Ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil ich muss ein bisschen leiser sprechen. Hier scheint es tatsächlich sehr viele Tiere zu geben. Ich habe schon einige Rehe bellen gehört und da hinten lief sogar gerade ein Fuchs rum. Das Reh steht vielleicht 50 Meter von mir weg. Es lässt sich überhaupt nicht stören. Es beobachtet mich weiter. Ich werde mal weitergehen und schauen, ob ich noch andere Rehe finde. So richtig ranpirschen, weil ich schlecht getarnt bin. Vielleicht sollte ich mich demnächst mal ein bisschen hier verstecken und warten. Das frühe Aufstehen hat sich wirklich gelohnt. Hier gibt es wirklich an allen Ecken und Enden Rehe und auch ganz viele Feldhasen. Bin gespannt, wie viele ich noch sehe. Ja, jetzt bin ich hier am Waldrand angekommen und ich dachte, hier passiert jetzt gerade eh nichts mehr und was kommt damit mal mitten über den Weg? Genau da vorne an der am Waldkante lief mit meinem Storch vor mir her. Sieht das nicht toll aus hier? Ich glaube, ich stehe jetzt jeden Morgen so früh auf. Da hinten auf dem Feld scheinen zudem noch einige Gänse zu sitzen. Es ist inzwischen schon 6:30 Uhr. Ich kriege langsam ein bisschen Hunger, will gleich mal frühstücken. Außerdem muss ich gleich noch arbeiten. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Ich hoffe ja, dass wir auf dem Rückweg auch noch ein paar schöne Tiere entdecken. Und da oben fliegt ein Flugzeug, sieht man auch nicht oft in diesen Tagen. Hab gerade mal nachgeschaut, es kommt übrigens aus Dubai und fliegt nach New York.
So, jetzt bin ich fast am Auto und da hinten läuft noch ein kleiner Fasan rum. Es war insgesamt eine richtig tolle Tour. Ich bin zwar hundemüde, aber das frühe Aufstehen hat sich richtig gelohnt. Die vielen Rehe, die ganzen Hasen, die Störche. Ja, dazu sogar noch ein Fuchs und ein Marder. Was will man mehr? Soll ich solche Videos künftig öfters machen? Ich würde mich dann wirklich freuen, wenn ihr dem Video einen kleinen Daumen nach oben gebt und unten vielleicht noch einen Kommentar unter das Video schreibt, was euch gut gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!